guck, guck. Ja, Bro, das ist... Ja. Also Fortnite, ich sag dir ehrlich, ich muss mit dir reden. Das kann nicht sein. Was hast du hier mit dem Spiel gemacht? Du bist ja komplett am Durchdrehen. Ist das dein Ernst? Du bringst die stärkste Waffe aller Zeiten ins Spiel rein? Okay, die werde ich euch zeigen, Leute. Und ich sag euch, ich mache eine kleine Ansage. Ich bin mir fast sicher, wenn ihr diese Waffe habt, könnt ihr eigentlich fast jede Runde gewinnen. Es ist wirklich schon fast zu unfair. Ich würde sogar fast behaupten, es ist mit einer der all-time stärksten Waffen überhaupt, die Fortnite jemals ins Spiel reingebracht hat. Was ist überhaupt passiert? Aktuell in der neuen Season haben wir einmal die Havok-Schrotflinte, die schon in Mythisch One-Pump macht. Die macht über 250 Schaden, ist komplett am Durchdrehen. Man denkt sich jetzt schon so, ja, die Havok-Schrotflinte ist schon ziemlich stark, wenn man so überlegt. Die haut die Gegner schon echt krass weg, obwohl Fortnite ja eine lange Zeit so weg gewesen ist, Leute. Fortnite wollte nicht unbedingt so krasse One-Pump-Sachen raushauen, aber die Waffe, die ich euch in diesem Video zeige, ist nicht nur die beste Maschinenpistole, die beste Schrotflinte, sondern auch das beste Sturmgewehr aktuell zum Start. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Waffe wirklich bis zum Ende der Season so im Spiel drinnen bleiben wird. Der Typ ist One-Hit. One-Hit, Wonder. Stani muss ihn holen. Komm, Bürgermeister von Neo Tokyo hier. Leute, der neuen Stadt, sage ich euch ehrlich. Und warte mal. DMR, Leute. DMR-Action. Muss ich ganz sagen, DMR ist eigentlich Müllwaffe. Spiele ich nicht gerne. Aber wir müssen jetzt mal hier kurz ein bisschen improvisieren. Und müssen jetzt gerade mal kurz die Waffen nutzen, die wir hier gefunden haben. Bevor wir uns dann wirklich die stärkste Waffe aller Zeiten holen. So. Kleiner Tipp natürlich, ihr könnt hier auf den Railguns einmal schön mit Sprinten richtig am Durchdrehen sein. Renn doch nicht weg, kleine Biene. Oh, du dachtest wohl, du kannst abhauen von mir. Man muss ehrlich sagen, die Sturmgewehre in dieser Season sind nicht stark. Also, Bro, das Rotpunkt-Visier und die Havok ist nicht so dolle. Aber dafür hat Fortnite eine Waffe reingehauen, die man nicht mal am Anfang des Spiels bekommen kann. Nämlich, die haben es eigentlich schon relativ schlau gemacht, muss ich sagen. Und deswegen glaube ich auch, die haben es mit Bedacht gemacht. Deswegen ist die Waffe auch so krass overpowered. Nämlich, man bekommt die Waffe erst im letzten, im letzten Viertel der Runde, würde ich fast sagen. Wenn man diese Waffe... Kollege... Boom, Junge! Ich bin hier der Skater in der City, Junge. Ich sag dir ganz ehrlich, leg dich lieber nicht gegen mich an. Auf Wiedersehen. Ich glaube, hätte man die Waffe am Anfang, oder hätte man die Möglichkeit, die Waffe, die ich euch zeigen werde, am Anfang der Runde zu bekommen, würde sich die jeder holen. Safe. Es würde sich die jeder holen und derjenige, der die hat, hat eigentlich schon fast gewonnen. Außer ihr habt natürlich absolutes, weiß ich nicht, Kartoffel-Aim, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht die Runde gewinnen, aber ihr werdet es gleich sehen. Wollt ihr vielleicht wissen, um welche Waffe es sich handelt? Nee, ich sag euch ehrlich, ich werde es euch noch nicht verraten. Nämlich, ihr sollt gespannt sein und sollt einfach überrascht sein, wenn ihr es seht. Nämlich, das Ding ist wirklich geisteskrank. Ansonsten, ihr seht schon, Leute, ich habe den Level 100er Skin in der Feuervariante. Ich muss sagen, diese Variante gefällt mir wirklich mit am besten. Der Skin sieht absolut on fire aus. Mit dem Fire Backling, was auch extrem selten ist. Und natürlich der Tilted Fire Edition Pickaxe. Feiere ich in Kombination sehr, sehr krass, Leute. Ich liebe diesen Skin. Ich sag's euch ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir uns aber jetzt ein bisschen hier in Mega City noch die Zeit rumschlagen. Nämlich, es muss, bevor wir die, also wenn wir die Waffe holen, muss eine Insel spawnen. Und zwar die gute alte Loot Island. Und ich sag euch, das wird auch nochmal sehr interessant werden. Nämlich auf dieser Loot Island. Die Leute schwitzen drauf, weil die Leute auch wissen, wenn man diese Waffe hat, hat man die Runde quasi schon fast gewonnen. Bro, Schwitzer-Skin? Schwitzer? Ah! Leute! Yo, ich wollte euch natürlich auch noch die neuen Autos zeigen, die jetzt mit der Season reingekommen sind.
Ey, das sind hier so tunbare Autos, mit denen man driften kann, alles drum und dran. Ich sage euch ehrlich, die Autos sind 10 von 10. Ich sag mal so, ich hätte die jetzt natürlich mit der neuen Waffe alle im Fight auseinandergenommen, aber da müssen wir uns jetzt noch leider gedulden. Deswegen cleverer Rückzug erstmal nachtanken. Das war mir da ein bisschen zu viel los und da waren auch einige OG-Skins gewesen. Da sollte man sich im Zweifel doch erstmal zurückziehen. Ich habe jetzt wirklich schon extrem gesuchtet. Ich glaube, ich bin jetzt schon fast Level 150. Oh, da fliegt einer. Oh, hier ist die Party. Hier geht Party ab, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Da mischen wir doch mal kurz mit, oder? Aha. Ich habe keine Mats. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. Das ist... Oha! Oha! Das ist sehr schlecht. Wir haben... Bro, er ist so one, er ist... Er wurde gekillt. Er wurde gekillt. So. Jetzt nehmen wir hier mal kurz das Schwert. Und dann würde ich mal... sagen, wir haben jetzt zwar keine Schrotflinte mehr, aber wir machen mal kurz taktischen Rückzug. Ey, wie viele Leute sind denn da? Da gehen nochmal 3, 4 Leute auf. Ich könnte nicht hier 1 gegen 1 Situation kommen. Gibt's doch gar nicht. Da kamen direkt schon die Nächsten und die klauen mir den Kill. Das war offiziell der Stunny-Kill gewesen. Kann doch nicht wahr sein. Guck mal, da rennen die rum. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist, da reinzugehen. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, wir müssten uns eventuell mal eine Schrotflinte besorgen und vielleicht noch, ja, Level 146 sind wir. Ich wusste doch, also Richtung 150 geht's jetzt langsam. Ich bin komplett am Durchgrinden. Die Season ist wirklich eine sehr eigene Season, muss man sagen. Es gibt halt, also der Waffenpool ist sehr merkwürdig. Gab es so in Fortnite noch nicht, aber muss ich sehr ehrlich sagen, Freunde, gefällt mir extrem gut. Besonders die eine Waffe. Ich sag euch ehrlich, ich würde dafür so viel geben. Oh, ich würde so viel geben, wenn ich die Waffen direkt von Anfang an haben könnte. Vielleicht wird es ja irgendwann eine Möglichkeit geben durch einen Bug oder so, dass man sich die Waffe direkt zum Anfang holen kann. Aber die haben es, Leute, ich sag euch ehrlich, Fortnite, oh, die pushen mich sogar. Die wollen mich hier richtig pushen. Ja, kommt her hier, ich bin ready. Ich bin ready, das ist meine Insel hier, die Samurai-Insel von Stunny. Aha. Oh, nee, 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 das ist auch neu hinzugefügt worden. Ihr habt es gerade gesehen, das Blitzlicht bei Sniper. Wurde natürlich von anderen Spielen kopiert, finde ich aber nicht schlimm. Ich finde es echt gut, weil, Leute, Sniper, boah, was ist das für eine Kombo hier gewesen? Sniper, ich hasse Sniper, ich sag euch ehrlich, immer diese, ihr kriegt aus dem Nichts, ihr seid gerade am Zocken, rennt rum, kriegt auf einmal einen Headshot und seid weg gewesen. Das nächste Punkt, ich weiß gar nicht, ich mach's eigentlich nur für Erfahrungspunkte, und zwar die Realitätsdinger hier, die quasi die Perks, die man sich freischalten kann, auch absoluter Müll. Ich kenne teilweise auch sehr, sehr viele Spieler, die gar nicht mehr diese Perks überhaupt nutzen oder einstellen. Das einzige Perk, was gut ist, ist Luftikus, aber das halt zu bekommen, ist auch sehr, sehr selten, deswegen ja, man, es ist so ein kleines Extra noch, aber erstmal hier ein bisschen upgraden, dass wir auch die Runde hier professionell natürlich gewinnen werden. Ich sag euch, ist nicht so dolle. Vor uns schon die nächste Action. Oh, da vorne im Tempel. Oh, der Tempel, da sind auch immer übelst die Schwitzer unterwegs, weil da gibt es sehr, sehr guten Loot. Ja, wenn wir uns mal kurz hier, weil da gibt es nämlich auch so eine Fahne, die man einnehmen kann. Wenn wir mal kurz einen Abstecher kurz rüber machen. Und werde ich die Jungs mal hier kurz besuchen. Ziel wird sein, diese Season Level 1001 zu... Oh, Herr Lama! Hey! Lass Herr Lama in Ruhe! Ah, Big Hits, Big Hits, Big Hits. Ah, ja. Leute, ich brauche den Loot davon. Was macht der denn da? Aha. Free Kill. Free Kill. Oh. Jetzt kommen von hinten noch welche. Bro, lass doch faire 1 gegen 1 Situation hier laufen, Junge. Nicht Third Parties. Ich glaube, ich drehe durch. Ich muss die holen. Das sind zwei. Die haben mehr Lama und richtig Big Loot. Das heißt, wir könnten nachher richtig durchdrehen. Wir müssen es aber taktisch anstellen. Wir müssen es sehr, sehr taktisch anstellen. Ich brauche am besten Biggie. Ich brauche unbedingt hier im Samurai-Tempel vielleicht einen Biggie irgendwo versteckt hier. Ich sehe mit den Kisten auch noch nicht ganz durch, aber
Ja, leichte Finger ist auch ganz gut. Kann man mitnehmen. Ah, das Ding ist, jetzt wird's schwierig. Die haben Dings. Slurp-Kanone. Oh, neu. Okay, warte. Warte, Leute, wir machen's. Wir machen's. Ah? Wie schmeckt das, hä? Ja, das ist so nervig. Die haben Slurp-Kanone vom Malalama bekommen. Und die werden unnormal viele Mets haben. Einer pusht rechts. Okay. Ah, taktischer Rückzug. Ich muss einen holen. Ich muss einen. Richtig. Okay, sein Kollege wird pushen. Ich bin mir sicher. Ah, komm her. Ich bin bereit. Rezo, der Zerstörer. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Let's go. Okay. Jetzt schnallt euch ein bisschen besser an, weil jetzt wird es richtig gleich losgehen. Es wird gleich die Loot-Insel erscheinen und dann können wir uns endlich die beste Waffe überhaupt holen. Falls ihr schon eine Ahnung habt, um welche Waffe es sich handelt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, falls ihr es jetzt schon wisst. Und lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Ganz wichtig, Leute, natürlich im Itemshop Support a Creator CC Stani eintragen. Würde ich mich sehr drüber freuen hier. Wir sind in Fortnite back, sage ich euch so, wie es ist. Deswegen, ihr müsst auch ein bisschen supporten. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, oh, dicker Loot, dicker Loot. Das tut gut. Dieser Loot tut mir sehr gut. So, Schwert ist wichtig. Ich sag euch ehrlich, Schwert fürs Rotieren unerlässlich. Ist schon wirklich Maschine hier. So. Oh, wir haben sehr gute Mats. Wir haben sehr... Und da hinten erscheint sie. Wir müssen jetzt hinmachen. 1 Kilometer sind wir weg. Die Loot-Insel erscheint. Wir müssen uns beeilen, weil sobald sie da ist, ich wette, 1, 2, 3 Teams werden die... Oh, wir haben Pech. Ich sag euch, ich hoffe, wir kriegen die Waffe. Bitte, 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 bitte. Und wenn ich sie nur stibitzen muss... Ja, okay, die Insel ist da. Das Ding ist, es dauert jetzt, glaube ich, ungefähr 2 Minuten, bis sie die Insel eingenommen haben. Oder 3 Minuten. Ich glaube, 2 Minuten nur. Und dann haben sie schon die Waffe. Und das Problem ist, die Waffe droppt zwei, dreimal. Und wenn 2 Leute das Ding haben und auf mich raufgehen sollten, es ist unmöglich, einen Win zu holen. Wir müssen die vorher holen. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. So, die Füße in die Hand und zur Loot-Insel. Oh, da schießt einer. Wer macht hier Ärger? Hä? 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 Du da vorne? Komm her. Aha, Big Damage. Big Damage von... Oh, wo ist der? Easy. Renegade, Fake Renegade Raider, dass dir das nicht peinlich ist. Verstehe ich auch nicht, die Situation. Wieso? Oh, da vorne ist noch einer. Da vorne ist der Teammate. Wow, die Hits sitzen aber auch... Ey, diese Bäume sind irgendwie ein bisschen buggy. Da ist ganz komische Hitbox. Man kann nicht richtig durchlaufen. Aber die Hits sitzen. Und ich glaube, wenn ich es richtig sehe... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Insel wurde noch nicht eingenommen. Ich glaube, die wurde... Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir können uns die Waffe noch besorgen. Aber Safety first erstmal hier. Ein bisschen Leben nehmen wir noch mit. Und dann brauchen wir eigentlich... Ja, dann brauchen wir eigentlich noch... Dann können wir alle Waffen... Andere... Alle... Oh, ich glaube, die nehmen gerade die Links ein. Wir können danach eigentlich alle Waffen wegschmeißen. Wir brauchen keine mehr. Wir brauchen... Nein, nein, die nehmen gerade ein. Das ist nicht gut. Okay. Let's go. Ich hab die Waffe. Leute. Guck, guck. 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 Guck, was hier passiert. Komm. Er haut ab. Der eine haut schon ab. Der eine haut schon ab. Freunde, wir haben sie.
Nämlich, das ist das übertaktete Lasergewehr. Wir hatten das Lasergewehr schon oft im Spiel gehabt. Das ist nochmal eine. Ja, das ist nochmal ein Lasergewehr auf absolut Upgrade unterwegs. Das ist ein übertaktetes. Das heißt, die Leistung wurde hier deutlich nochmal verbessert zum Lasergewehr. Und ich sag euch, die Leistung wurde so krass ver. Okay, ist geriftet, glaube ich. Die Leistung wurde so krass verbessert, dass es wirklich schon nicht mehr normal ist, sage ich euch ganz ehrlich. Das Ding ist wirklich nicht mehr. Das ist nicht mehr von dieser Welt. Besonders kann ich euch empfehlen, aus der Hüfte zu schießen, also nicht anzuvisieren, weil dann, ihr habt ja einmal die Kombination, ihr könnt auf weiter Distanz schießen und ihr könnt einmal aus der Hüfte schießen. Und wenn ihr aus der Hüfte schießt, dann habt ihr gerade gesehen, wie das Ding abgeht. Wir werden ja gleich eh noch ein paar Gegner holen. Hier nochmal, oh mein Gott, Full Mythic. Full Mythic, Leute. Jetzt fehlt nur noch die mythische Havoc. Ja, Bro, das ist... Also ich will nicht sagen, aber... Leute, es ist unmöglich. Also sobald ihr einmal drauf seid, auf den Gegner, ihr könnt, selbst wenn ihr ein Nuller Ping habt, also Leute, die mit Nuller Ping spielen, könnt ihr durch die Wand abschießen. Das ist kein Spaß, weil die Waffe schießt so schnell, dass ihr wirklich einfach... Selbst wenn, wie gesagt, wenn die eine Wand bauen, gedrückt halten, die Wand bauen, die können nichts machen. Glaubt mir, das ist ganz, ganz andere Liga, das Ding. Ich werde euch das gleich auch noch beweisen. Wir haben jetzt noch 6 Leute vor uns. Es wird nochmal, denke ich mal, ein sehr spannender... Es wird nochmal ein sehr spannender Kampf werden. Wir haben nur noch 30 HP stark. Super, ist sehr geil irgendwie. Also 30 HP sind besonders gut, wenn man euch jetzt zeigen wollte, wie krass die Waffe ist. Sehr stark. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Heilung und dann werde ich euch zeigen, wie krass die Waffe ist. Ich glaube, es gibt auch keinen da draußen, der mir sagt, dass die Waffe schlecht ist. Also es ist keine Frage, Leute. Es ist wirklich, selbst die Pros sagen das, es ist die stärkste Waffe überhaupt. Ich bin gespannt, ob die auch später mal im FNCS und so auch verfügbar sein wird. Obwohl, also ich weiß nicht. Da muss man echt schon krass auf die Waffe gehen, dass man die auch bekommt. Weil besonders im Endgame, ihr könnt damit einfach... Ist vorbei. Und wenn ihr dann auch den legendären Slurp Juicy habt, dann seid ihr erstmal unsterblich und macht verdammt viel Damage. Ihr macht so viel Damage wie fast keine andere Waffe. Das Einzige, was euch dann jetzt noch so wirklich stoppen kann, ist meiner Meinung nach ein One-Pump. Was anderes kann euch gar nicht stoppen. So, unter uns ist hier noch einer. Wo sind die? Drüben? Bro. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Er ist wanted. Er ist wanted. 3x57? Gar kein Problem für die Waffe. Aber ich muss jetzt zusehen, dass wir mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Schild dran kriegen. Bro, bitte nicht, 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 bitte nicht. Wir brauchen ein bisschen Schild dran, sonst war es das hier gleich gewesen. Selbst die, guck mal, ich sag euch ehrlich, selbst die mythische Havoc-Waffe, die ich gerade dabei habe, ne? Die ist im Nahkampf, also im ganz Close-Fight ist die natürlich besser. Das Ding ist aber, ihr dürft nicht veraimen. Oh, hier ist einer. Nämlich, wenn ihr mit der Schrotflinte einmal veraimt, ist over. Wenn ihr mit der Waffe einmal veraimt, ist nicht schlimm, Leute. Ihr habt 20 Schuss. Bro, 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 die geht, also, es ist nicht mehr normal. Es ist unreal. Es ist unreal, sag's euch ehrlich. Es ist nicht mehr normal und es ist schon auch schon gar nicht mehr feierlich, was hier rausgehauen wird. Was hat die Waffe bitte für eine Feuerrate und wie genau die ist? Die schießt kein, ihr könnt auf Distanz, die schießt kein Meter daneben. 5 Leute leben noch. Wir könnten hier wirklich eine ordentliche High-Kill-Round hauen. Wir haben jetzt schon 12 Dings, vorne haben sich einige eingeboxt. Wir müssen jetzt gucken, wir haben die beste Posi aktuell. Oh, da wäre wichtig noch. Guck mal, selbst auf Distanz ist das Ding ganz gefährlich. Junge. Stumpet kann man gar nicht kaputt machen, WTF.
Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 Sniper da hinten, Sniper-Alarm. Ich sag euch ehrlich, die Waffe kann alle... Also, das ist halt das Ding. Die Waffe ist eine Schrotflinte, Maschinenpistole und ein Sturmgewehr. Aber was die Waffe nicht ist, ist ein Sniper, definitiv nicht. Deswegen, gegen Sniper-Duell würde ich hier nicht unbedingt herausfordern wollen. Wäre nicht so clever. Okay, die rotieren über links rein. Aha. Aha. Ja, ein bisschen Aim müsste man auch haben, aber die sind auch sehr weit weg, muss man sagen. Also hätte die Waffe, ich sag euch ehrlich, hätte die noch ein Visier drauf, so ein Rotpunktvisier, dann wäre das, dann wäre es over. Dann wäre wirklich, dann wäre Feierabend. Aber gut, dass sie es nicht gemacht haben, das wäre einfach echt deutlich zu stark. Nochmal ein schöner 50er und jetzt können wir durchdrehen. Es leben noch drei Leute Endgame. Problem ist, wir haben schlechte Posi, wir müssen rotieren. Das Gute ist, wir haben das Schwert. Das Schwert ist die perfekte Rotierwaffe. Überhaupt. Man relativ schwierig damit jemand, wenn er in der Luft ist, da jemand zu treffen. So, da oben ist einer und da ist einer. Gut. Gut. Okay, wir haben zwei, der wird sich jetzt wahrscheinlich im Bus rein chillen. Hier wird auch einer sein, denke ich mal, irgendwo. Wir können warten. Wir rotieren ganz zum Schluss. Auf entspannte Reno. Keine Panik. Dann kommt keiner. Ich hätte jetzt gerne noch einen abgefangen. Okay, wir müssen gleich rüberspringen. Aber ist kein Problem. Wir können uns sogar Highground, glaube ich, gleich holen. Oh, der ist... Oh, der hat sich da gekämpft, oder was? Oh, der... Oh Gott, der hat Highground verkackt. Sehr gut. Wir können uns Highground holen. Highground. Und Highground ist da, sehr gut. Und der stümmelt im Busch. Jetzt ist also, wir können das Game gar nicht mehr verlieren. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich einmal hier, also mit Metall ist das Einzige, was die Waffe so ein bisschen aufhalten kann. Aber sobald einer mit Holz bauen sollte, ist over. Dann ballern wir einfach durch. Er kann nichts machen. Er kann das Holz nicht so schnell placen, wie wir da durchballern. Da kann er selbst Pyramide alles machen. Das bringt nichts. Es ist wirklich... Oh. Guckt euch das an. Es ist schon zu lächerlich. Wir müssen genau sehen, wo der ist und dann direkt einfach raufhalten. Dann war es das eigentlich schon. Da ist er. Ah, okay, hat sich... Ja. Wir mussten ja einmal kurz... Das Ding ist... Also müssen wir noch weiterreden, Freunde? Ich denke mal... Jeder hat's jetzt gesehen. Yo. Jetzt können wir noch ein bisschen mit ihm spielen, Leute. Können wir hier noch ein bisschen Spaß machen. Hier, guck mal hier. Zack, 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 zack. Wir müssen ja nicht direkt killen. Aber das ist over. Das war's. Er kann nichts machen. Er kann nichts. Er weiß ganz genau, dass ich die Waffe habe und er nichts machen kann. Das ist... Da kann er jetzt hier flickflack. Da kann er der beste Spieler der Welt sein. Was will er machen? Das Einzige, was ihn hier retten könnte, wäre ein One-Pump. Ansonsten ist dem Typen leider nicht mehr zu helfen. Ja, oder vielleicht einen Sniper. Ein Double, Triple Headshot oder so. Aber das würde ihn auch nicht weiterbringen. Weil Stani hier oben die Position sichert. Ganz einfache Geschichte. Okay. Okay, willst du mich hier runterschießen? Ich habe auch noch ein paar Materialien vorrätig. Aber keine Sorge, ich komme gleich runter und dann werden wir mal Samba tanzen, oder? Was meinst du? Tanze Samba mit mir. Komm, tanze Samba mit mir. Ja. Ah, okay. So.
Leute, müssen wir nicht drüber reden. Ich denke mal, ihr habt selber gesehen, was hier Phase ist. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ein Like und ein Abo will ich hier am UNCC Stani eintragen. Das war's.